Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für den Freitag, den 20.05.2022. Und ja, Verfallstag. Verfallstag für den Mai. Ist kleiner Verfall, ist nicht ganz so wichtig, nicht so ganz so brisant. Ich glaube, da war jetzt der Mittwoch und der Donnerstag tatsächlich eher schon verfallsgetrieben, als jetzt der Freitag dann noch große Sprünge machen wird. Das Wichtige wird dann erst wieder der Juni-Verfall. Ne? Also der Verfall zum 3. Juni ist dann wieder großer Hexensabbat. Das heißt, es verfallen die Futures, es verfallen Optionen auf den DAX, es verfallen Optionen auf die Aktien und so weiter. Das hat dann nochmal wesentlich mehr Einfluss, als das jetzt der Mai-Verfall hat. Und man sollte es ein bisschen im Ohr haben, dass man nicht ganz so überrascht ist, wenn vielleicht 13 Uhr dann doch noch das ein oder andere dort kurz zappt. So, also, wir haben im DAX gestern und vorgestern hier so ein kleines Gagbild drin gehabt. Ne? Ihr erinnert euch mit der Angel, wie der Typ da auf dem Boot stand und dran gezogen hat ohne Ende. Dann ist gestern, nee, vorgestern das ganze Boot abgesoffen. Und zum Donnerstag ist es jetzt erstmal wieder aufgetaucht. Dann ist es ein U-Boot gewesen. Haha, schöne Brücke geschlagen hier. Und das U-Boot ist erstmal wieder aufgetaucht und hat zumindest das Köpfchen oben rausgezeigt. Wenn man jetzt so die Fahrtrichtung vom U-Boot anguckt, sieht es ein bisschen aus, wie als taucht es ab. Sieht auch jetzt im DAX so ein bisschen so aus, wie als würde er abtauchen. Wird sehr interessant, wie der das macht, weil ich könnte mir schon gut vorstellen, dass er noch nach oben rauskommen kann und auch noch weiterkommen kann. Rein auch in die 14.100 und vielleicht sogar. Ja, nochmal zurück an die 250 sogar. Aber mit der Kerze im Nacken wird es wahrscheinlich erstmal ein schwacher Start. Ja, das ist nicht schlimm. Das macht er ganz oft zum Freitag, selbst in Freitagen, die oft oben rausarbeiten, dass er nochmal kurz nach unten klickern. Aber er sollte halt schon vermeiden, oder zu versuchen, er sollte schon versuchen zu vermeiden, unter die 13.800 zu fallen. Ja, also das wäre schon wichtig, sonst steht er schnurstracks wieder hier unten. Also der Pfeil, der ist auch jetzt abgearbeitet, das war ja. Für gestern, das ist so durch. Der Bereich hat gut verteidigt, hier die 725, 700, so wie erwartet. Und den würde ich jetzt das zweite Mal hier jetzt nicht mehr als Verteidigungszone ansehen. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich den hier platzieren soll, dass das nicht so komisch aussieht. Wir lassen es jetzt einfach so. Also, geht er jetzt hier ein zweites Mal drauf, gehe ich davon aus, dass wir dann tiefer gehen, dass wir dann auch auf eine 600 fallen, 500 nochmal aussetzen. Dann haben wir das auf eine Gap um die 13.400 drumherum und dann kommt auch ein neues Tief unter 3.50. Das heißt, er sollte es eigentlich schon vermeiden, jetzt hier weiter runter zu arbeiten. Wenn er jetzt zum Freitag hier unten rumstochert, zum Montag hier rum, also wenn er zum Freitag hier unten rumstochert, dann wird er auch zum Montag nochmal lang gehen und dann haben wir spätestens Dienstag ein neues Tief unter 13.350 stehen, wenn er nach unten wegtreibt. Wenn er sich aber Mühe gibt, und er hat sich viel Mühe gegeben, am Donnerstag hier ein bisschen das Gesicht zu wahren. Wir haben auch im Tageschart eine deutliche Entspannung drin. Da ist zumindest auf Tagesebene jetzt nicht weiter abverkauft worden. Es wurde gefangen, die Bewegung, sie wurde stabilisiert. Und wenn er sich jetzt Mühe gibt, dann macht er hier bloß einen kleinen Schlenker zum Morgen. Keine Ahnung, er reicht schon 8,60 nochmal. Drückt sich wieder hoch, schiebt sich dann hier oben drüber über die 14.000. Und dann geht er schon ran an die 14.100. Und ich sag mal, wenn er das früh genug schafft. Ja, also nicht erst zum Nachmittag, sondern vielleicht schon Vormittag, Mittag rum. Dann kann er sogar bis Abend hin dann nochmal versuchen, an die 250, 270 heranzugehen. Also ganz mürbe Taktik, dann wirklich zum späten Abend hin so eine Kleckerbewegung, die dann wieder keiner mitkriegt so richtig und auf einmal steht er 150 Punkte höher. Das kriegt er immer ganz gut hin, der DAX, sodass die Leute dann total verwirrt sind und wenn sie long drinne sind, dann brechen sie das immer viel zu früh schon ab, weil es ihnen dann auf den Sack geht, dass das dann so lange dauert. Aber da ist er wirklich ein Meister drinne und das schafft er aber halt nicht, wenn er erst 16 Uhr hier oben wie bei 14.100 ankommt. Ne? Also dann kann er diese zur Mürbe-Taktik nicht mehr reinbringen, dann fehlt ihm da ein bisschen die Zeit. Aber wenn er früh genug hier sich aufgedreht kriegt in die 14.100 rein, hätte gute Chancen, die bis zum Abend auch weich zu kriegen. Stößt er die bloß in den Nachmittag rein, mal schnell an, wäre dann die Wahrscheinlichkeit zu hoch, dass er von dort einfach wieder abverkauft wird und hier nahe Tageseröffnung dann wieder schließt. Ja, also das ist ein Widerstand. Das ist stand jetzt ein Widerstand 14.100. Ja, so kann ich euch noch irgendwas anderes mitgeben? Sind wir eigentlich schon durch, ja? Ja. So sieht's aus. Also, ich bin hier nicht negativ gestimmt, nicht falsch raushören, ja. Also, ich kann mir schon, wir haben es ja gestern auch so gesagt, na, man soll ein bisschen aufpassen hier, wenn hier die erste grüne Stundenkerze kommt, vielleicht auch hier unten aus dem Bereich, dass der durchaus schön Rücklauf reingehen kann, dass man da aufpassen soll, weil Donnerstag eben auch auf beiden Seiten arbeiten kann und hier eben auch eine schöne Erholung reintreten kann, gegebenenfalls sogar vielleicht ganz auskontern kann. Und ich sag mal,
Die Bewegung ist jetzt sogar noch möglich. Davon hat er jetzt erst mal die Hälfte geschafft, aber das kann sogar noch ein V werden, ne? Also da ist jetzt vom Timing her noch nichts zu langsam oder zu schlecht gelaufen. Im ganzen Gegenteil, das würde sogar noch perfekt passen, wenn er also direkt volle Möhre gleich morgens durchballert, wäre noch V möglich. Ich erwarte das nicht, kann ich mir auch nicht vorstellen. Der kommt bestimmt durch die Schwäche rein. Ja, aber so vom Bild her ist jetzt erstmal nicht zu negativ. Und er hat zum Donnerstag, wie gesagt, auch deutlich Fahrt rausgenommen. Gucken hier nochmal einen Tageschart. Er hat deutlich Fahrt rausgenommen und den Verkaufsdruck der Vorkerze eigentlich vollkommen abgefedert, aufgefangen, stabilisiert. Ja, das heißt, wenn er jetzt hier in die Gegenbewegung reinkommt, ist eine Bewegung zur 250 jetzt nicht unmöglich. Ja, das wird auch auf die Kerze hier ein bisschen passen. Es würde zu dem ganzen Geiere hier passen. Also von daher, ich würde mich dem jetzt nicht verschließen. Ja, also wenn der Freitag nach oben will, dann scheiß auf Zinsen, scheiß auf irgendwas, scheiß auf Ukraine-Krieg, Russland-Sanktionen und NATO-Beitritt, Schweden und Finnland und keine Ahnung, dann geht er hoch. Punkt. Das ist dann halt so. Ne? Da braucht man sich dann nicht verkämpfen oder sich irgendwas rechtfertigen. Das ist dann einfach so. Ja, also deswegen, oberhalb von 14.000 eigentlich Potenzial nach oben. Ja, 14.100, 14.250, das sind so die beiden Ziele. Gut. Und unten, wie gesagt, ich persönlich würde unterhalb von 13.800 deutlich vorsichtiger werden. Ja, ich würde mich nicht verrückt machen lassen, wenn er hier reinschaltet in die, vielleicht auch eine 8.30, 8.60, irgendwie sowas. Das würde mich jetzt nicht unruhig machen oder so. Könnte ich mir trotzdem vorstellen, dass er dann nach oben dreht, aber unter 800 wäre so, wäre mir eigentlich zu tief. Ja, und dann würde ich den eher hier sehen. Und die Ziele, gut, haben wir jetzt alles dreimal gesagt. Wie gesagt, so viel hat sich hier nicht geändert. Außer dass er schön mitgespielt hat und die 700 bedient hat, das hat er auch schön gemacht. Waren sehr, sehr, sehr viele, die das nicht glauben wollten. Da war ich erstaunt. Und das haben wir so schön in der Analyse geschrieben. Auch die Leute bei uns im Premium hat mich ein bisschen gewundert, wie ungläubig die Leute alle unten standen, als der angefangen hat, an der 700 nach oben zu regnen. Auch als die erste grüne Stundenkerze kam, aber so viel. Weiß nicht, das hat er wieder schön gemacht, dass die Leute das dann trotzdem nicht geglaubt haben, obwohl sie es eigentlich kommen sehen haben oder gewusst haben, was die Bewegung bringen kann. Also, es ist immer wieder beeindruckend, wie der Markt doch die Leute so ein bisschen manipuliert bekommt. Einfach, wie er sich bewegt, wie er nach einer Stundeneröffnung die Kerzen dreht, dass die Leute dann wieder verunsichert sind. Das ist immer wieder ein absolutes, also, das ist wie so ein schöner Kinofilm halt, ne? Das ist. Könnte ich mir den ganzen Tag angucken, dann sowas, ne? Was der DAX macht und was die Leute dazu machen. Das ist immer wieder Wahnsinn, wie das funktioniert, dass der die Leute so umgepolt kriegt, ne? Dass er auch die Leute dann so aus den Positionen rausgetrieben kriegt. Das sind Leute, die sind total überzeugt davon, dass es steigt. Dann sind sie in einem guten Long drin, haben einen super Einstieg, dann brechen die den nach 20, 30 Punkten ab, weil sie ihn irgendwie weil dann eine Dau eine rote Kerze nach unten macht oder so. Das ist immer wieder. Wahnsinn, wie so Psychologie funktioniert oder sowas. Vielleicht studiere ich sowas irgendwann mal hinterher noch. Also das würde mich wirklich mal ein bisschen interessieren. Aber wahrscheinlich lerne ich auch gar nichts Neues dann, weil ich sehe es ja tagtäglich. Und es ist immer das Gleiche halt, ne? Aber war sehr interessant zu beobachten. Also empfand ich so. Vielleicht ging es dem einen oder anderen auch so. Aber gerade hier im Bereich, wie viele da auch noch Short dann gesucht haben, da genau auf der Unterstützung. Das, naja, gut. Egal. Punkt. Also, ich mache hier zu, wünsche euch gutes Gelingen zum Freitag. An die, die mich nicht nochmal hören, nee, ich höre wahrscheinlich, also die jetzt bei uns nicht auf der Seite sich rumtummeln, sondern irgendwo anders, dann hören wir uns am Sonntagabend wieder für die Analyse zum Montag. Bis dahin, tschüss.